Ja, hallo und beste Grüße aus dem Urlaub. Wir haben heute Bombenwetter, wie man es da sieht, hier oben und fast keine Wolke. Und meine Miturlauber sind auch schon am Strand. Ich bin auf der Mole und versuche mein Glück mit der Angel. Allerdings, wenn so strahlenblaues Wetter ist, bleibt die Angel meistens unbewegt. Man hört auch die Wellen kaum rauschen. Hier ist gerade Ebbe. Also, ich habe so eine richtige Flaute. Flauten gibt es in unserem Leben immer mal wieder, also Zeiten, wo beruflich oder familiär oder sonst was nichts weitergeht, sondern einfach auf der Stelle bleibt. Die Frage ist halt nur, wie gehst du damit um? Ich sitze jetzt nicht da oben und verzweifle in der Sonne. Ich habe mir schon einen leichten Sonnenbrand gestern geholt, deshalb sitze ich heute mal im Schatten und gucke mir das von weitem an. Falls ein Fisch beißt, bin ich immer noch schnell genug an der Angel und falls keiner beißt, naja, habe ich es versucht, sitze hier im Schatten und habe eine tolle Aussicht. Ich gucke nämlich nicht auf diese Mole, sondern ich gucke, und das zeige ich euch jetzt mal, auf eine schöne Dünenlandschaft. Hier drüben ist zwar ein bisschen weit weg, aber ich mag den Ausblick und die Ruhe. Und ja, ich lehne mich einfach zurück und nutze diese Flaute für meine Gedanken, für meine Gebete und für eine gute Zeit. Ich habe mir auch eine Dose Bier mitgenommen. Also es kann eigentlich nicht besser sein. Ich bin jetzt nicht so verbissen und will unbedingt, dass heute Abend ein Fisch bei mir an der Angel hängt. Ich meine, natürlich schön wäre es, dann wäre ich bisher bei allen Angeltagen erfolgreich gewesen im Urlaub. Aber das kann man halt nicht immer planen und das kann man auch nicht erzwingen. Und naja, das geht einfach mal heute, glaube ich, gar nicht. Aber wer weiß, was noch passiert. Nutze deine Flauten im Leben. Nutze sie nicht, um wieder was zu bewegen, nutze sie, um Kraft zu tanken, nutze sie, um Luft zu holen, denn es kommen auch wieder stürmische Zeiten. Schau mal, was du in Zeiten einer Flaute auch im Gebet entdeckst, was du in Zeiten einer Flaute auch im Glauben entdecken kannst. Denn meistens sind die Flautezeiten die, wo du ein besonderes Ohr für Gott hast. Also bleibt Hoffnungsträger, ihr alle da draußen, wo ihr auch immer seid. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar schöne Urlaubstage. Entweder jetzt schon gerade, da seid ihr dabei, oder ihr habt sie noch vor euch und könnt euch noch mehr freuen. Beste Grüße aus Holland und bis bald. Macht's gut. Ciao.